Willkommen zurück, liebe Leute, zu Final Fantasy VII, das Spiel, das wirklich Spaß macht. Also macht wirklich Spaß, das ist echt cool. Es macht richtig Spaß, es aufzunehmen. Und wir waren stehen geblieben in Clouds Vergangenheit und setzen direkt dort wieder an. Und ich würde sagen, weiter geht's. Kapiert. Tifa, du hast also draußen gewartet? Ja. Wir kehrten nach Nibelheim zurück. Sephiroth schloss sich im Gasthaus ein. Er versuchte nicht mal mit mir zu reden. Und plötzlich war er verschwunden, stimmt's? Wir fanden ihn im größten Gebäude in Nibelheim. Die Bewohner nannten es die Shinra-Villa. Vor langer Zeit lebten Leute von Shinra in diesem Haus. Bo, wo, ba, ba, da, bo. Da, da, wow. Weißt du, der Sephiroth ist eigentlich gar nicht so böse und uncool. Er ist einfach nur missverstanden. Oh yeah, ich geh da rein. Oh yeah. Darf ich spielen? Warum machst du die Tür zu? Bist du behindert? Du gehst dazu. Do 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 do. Bada bada bada. Hallo. Du Beach. Hallo. Ich kenne natürlich den Weg. Ich werde auch keine unnötigen Umwege gehen. Das werden wir nämlich alles mal erkunden. Da, 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 da. Oh, hallo, Sephiroth. Ein scheinbar toter Organismus wurde in 2000 Jahre alten geologischen Schicht gefunden. Professor Gast nannte den Organismus Chernova. Genova als Angehörige des alten Volkes bestätigt. Genova-Projekt gebilligt. Marco-Reaktor 1 zur Inbetriebnahme zugelassen. Er ist nur missverstanden, der Arme. Sephiroth ist voll toll. Kann doch auch nichts dafür, dass er so gesehen ein Haufen Scheiße ist. Dank den Shinra-Leuten. Da, da. Meine Mutter heißt Genova. Genova-Projekt, ist das ein Zufall? Professor Gast, warum haben Sie mir nichts gesagt? Warum sind Sie gestorben? Er war so gut befreundet anscheinend. Hat sie gut mit Professor Gast verstanden. Meine Güte, tut mir so leid. Lass mich in Ruhe. 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 Okay, tschüss. Sephiroth war nicht aus der Shinra-Welle gekommen. Er las weiter wie besessen und das Licht ging kein einziges Mal aus. Oh, wow. Er ist klug. Er hat viel gelesen. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Jetzt geht's los. Ist er unten oder muss ich raus? Ich muss raus. Es gibt nichts, was diese Scheiße. Warum? Auf keinen Fall. Warum fragst du? Shinra-Typen kamen, um alle Informationen, die für die Firma peinlich werden könnten, zu vernichten. Man hörte einiges, wenn man so viel reist wie ich. Ach so. Na gut, dann müssen wir doch nach unten. Ah, die Musik. Bum, bum. Bum, bum. Hallo? Okay, mal schauen, was unser Sephiroth Boy Frando macht. Frando! Frando? Sephiroth!
Wer ist da? Verräter. Verräter? Du dummer Verräter, ich werde es dir sagen. Dieser Planet gehört ursprünglich den Zetra. Die Zetra waren eine Nomaden. Was? Nomaden? Nomaderasse? Waren eine Nomaderasse. Sie zogen umher, ließen sich auf dem Planeten nieder und zogen wieder weiter. Am Ende ihrer schweren, harten Reise würden sie das verheißene Land und höchste Glückseligkeit finden. Aber es kamen welche, denen die Reise nicht passte. Sie hörten auf, umherzuziehen, bauten Unterkünfte und entschlossen sich für ein leichteres Leben. Sie nahmen, was die Seetau unter Blend aufgebaut hatten, und gaben nicht das Geringste zurück. Das sind deine Ahnen. Sephiroth? Vor langer Zeit suchte eine Katastrophe dem Planetenheim. Deine Ahnen flüchteten, sie überlebten, weil sie sich versteckten. Der Planet wurde durch das Opfer der Seetra gerettet. Danach vermehrten sich deine Ahnen immer mehr. Jetzt sind von den Seetra nur noch diese Berichte übrig. Was hat das mit dir zu tun? Kapierst du nicht? Ein Angehöriger des alten Volks namens Genova wurde in der 2000 Jahre alten geologischen Schicht gefunden. Das Genova-Projekt. Das Genova-Projekt sollte Menschen mit den Kräften des alten Volkes, nein, der Seetra, erzeugen. Und dabei wurde ich produziert. Produziert? Ja. Der Leiter des Genova-Projekts und geniale Wissenschaftler Professor Gass produzierte mich. Wie hat er... Sephiroth. Aus dem Weg, ich gehe zu meiner Mutter. Opa. Nein! Nein! Nein, don't do this! Sephiroth, nein! Oh, die Musik. Ba, 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 ba. Boah, ist die Musik fett. Alter, wo ist der Typ hin? Wo bist du hin? Lebt ihr noch? Hallo? Okay, alle noch am Leben, scheinbar. Hallo? Oh. Holy fuckerino. Ah, du bist du noch bei Verstand? Na komm und hilf mir. Holy shit. Ich war doch nur gerade 2 Sekunden hinter ihm. Ich sehe in diesem Haus nichts, das da. Schrecklich. Dafür, das ist zu schrecklich. Warum dafür? Warum? Holy shit. Alter, die Atmosphäre ist voll gut. Oh. Euer Ernst? Ihr nehmt mir jetzt meine gute Musik weg? Oh nein! Nein, da war tiefer! Was los? Nein! Ist es der Flashback, den wir schon mal hatten? Ist es er? Das ist genau der. Papa! Sephiroth? Sephiroth hat dir das angetan, oder? Sephiroth, Soldier, Shinra, Makulator, nicht! Was ist hier alle? Hallo? Hallo? Kann ich nichts machen, okay. Mutter, ich will dich besuchen. Bitte mach die Tür auf. Wie konntest du das Papa und allen Stadtbewohnern nur antun?
Nein! Du hast es versprochen. Du hast versprochen, mir zu helfen, wenn ich in der Klemme stecke. Oh. Okay, das war dasselbe. Okay, Sephiroth, komm her, du Sau. Ich mach dich kaputt. Oh oh. Was zum Fick? Deine Mutter ist eine Schönheit, Alter. Mutter, lass uns zusammen diesen Planeten zurückbringen. Ich habe eine gute Idee. Komm mit zum verheißenen Land. Sephiroth. Meine Familie, meine Heimatstadt, wie konntest du ihnen das antun? Sie sind zurückgekommen, Mutter. Mit ihrer überlegenen Macht, ihrem Wissen und ihren Zauberkräften, was Mutter zu... war Mutter zur Führerin dieses Planeten bestimmt. Aber sie... diese nutzlosen Kreaturen... stehen dem Planeten von Mutter. Aber nun bin ich bei dir. Mach dir also keine Sorgen. Fuck. Hallo. Was ist mit meiner Trauer? Meine Familie, Freunde, die Trauer darüber, dass du mir meine Heimatstadt weggenommen wurde. Also das, das ist genau so schlimm wie deine Trauer. Meine Trauer? Worüber soll ich denn traurig sein? Ich bin dir auserwählt. Ich wurde auserwählt, diesen Planeten zu führen. Oh, Genova, sprich durch ihn. Kann das sein? Mir wurde befohlen, deine Leute auf dem Planeten zu vernichten. Ich habe nur meine Ehre. Sephiroth, ich habe dir vertraut. Nein, du bist nicht der Sephiroth, den ich früher kannte. Flashy! Und Dad. Und das ist das Ende der Geschichte. Moment mal, das ist alles? Willst du mich verarschen, Barrett? Das ist voll viel! Ich kann mich nicht erinnern. Was geschah mit Sephiroth? Von den Fähigkeiten her hätte ich ihn nie töten können. Die offiziellen Akten weisen aus, dass Sephiroth tot ist. Ich hab's in der Zeitung gelesen. Die Zeitung gehört Shinra. Du kannst dich also auf diese Information nicht verlassen. Ich muss die Wahrheit wissen. Ich will wissen, was passiert ist. Ich forderte Sephiroth heraus und habe es überlebt. Warum hat er mich nicht getötet? Ich lebe auch noch. Es scheint, dass vieles keinen Sinn ergibt. Was ist mit Chernova? Es war im Shinra-Gebäude, richtig? Shinra brachte es von Nibelheim nach Midgar. Hat jemand es später entfernt? Es fehlte im Shinra-Gebäude. Sephiroth? Verdammt, es ergibt alles keinen Sinn. Ich gehe, hört ihr, ich bin weg. Das Denken überlasse ich euch. Tschüss. Hey, Cloud. Los gehen wir, warte mal. Cloud, was ist los? Stehst du hier herum, während Sephiroth sich auf dem Weg ins verheißene Land macht? Oder ist, keine Ahnung. Ich werde weder Sephiroth noch Shinra der verheißenen Land erreichen lassen. Falls wir das schaffen, sind wir alle am Ende. Verstehst du, was ich meine? Wunderbar ist einfach schön. Überlass das alles nur mir. Pop, 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 pop. Tschüss. Oh Bruder. Cloud? Wie schlecht ging es mir, als Sephiroth mich niederstach, eigentlich niederschnitt.
Ich dachte, du lägst im Sterben. Ich war so verzweifelt. No. Ich, die Alten, Cedra, Genova, Sephiroth und ich. Lasst uns gehen, Barrett wartet. Eine faszinierende Geschichte. Voll geflasht, der Bruder. Finde ich gut. Und so. Nein. Und so. Du, 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 du. Oh Gott. Er hat alle hier. Sie hat alle auf Genesung. Ich kaufe noch mal was. Gleich dann. Wie viel Cash habe ich denn noch? Wow, nichts mehr. Nice. Du, 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 du. Hey, Cloud, hier. PHS. Ah, okay. Ja. Ich erkläre es euch kurz. Wenn ich auf der Weltkarte bin oder an einem Speicherpunkt, kann ich meine Mitglieder tauschen. Wenn du kannst zahlen, Kontakt aufnehmen. Das ist wie ein Handy. Du sagst so, ja, komm vorbei. Easy going. Mehr ist es nicht. Hör mir gut zu. Eben gerade geht ein Typ in einer Fassung nach Osten auf die Weide zu. Er trägt diese mörderische Schwert und sieht echt vor. Was? Hör mir gut zu. Eben gerade nach Osten. Okay. Auf die Weide zu. Weide, Osten, Osten. Okay, da. Dum, dum. Okay, wir kämpfen wieder. Endlich! Endlich mal Fighterino! Wow, 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 keinen Schaden. Bin ich gut. Boom! Bitch, wow, die machen echt, die halten, nochmal angemerkt, die halten keinerlei Schaden aus an Feuerzaubern. Dead. Dead. Easy going. Nice, die machen echt gute Punkte. Sephiroth, du Sau, ich kriege dich! Ich kriege dich, Sephiroth! Übrigens, dieses Spiel hat öfters, ich hoffe, das haben sie gefixt, aber sie haben öfters hier das Problem und vertauschen nur Osten und Westen miteinander und Norden und Süden. Sagen so, ja, er liegt im Saüden. Und dann liegt es im Norden. Und ich hoffe, das haben sie gefixt inzwischen. Aber ich glaube, dem ist nicht so. Ach! Ich hasse mich selber dafür, dass ich es nicht geschissen kriege. Das. Entschuldigung! Da, 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 wappidu! Bauerna, wana, wana, oh Gott, fast ein Level Up für Cloud! Für meinen MacCloud! Hallo? 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 Hier gibt es Chocobos. Cool. Ah, und ich glaube, hier gibt es auch Chocobos. Nice, man. Nice, man. Mark? Oh, nice. Chocobo Dance! Choki 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 bo bo bo. Choki 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 bo bo. Choki choki bo. Do bo bo. Yeah, Mark! Ja! Ich hab ne Materie erhalten dafür. Nämlich. Chocomog! Das ist nämlich eine Beschwörung. Voll geil. Aber natürlich kriegt sie die. Weil sie halt voll gut ist und so. Bo, 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 bo. Da, 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 wow, 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 wow. Anja! Chocobo. Willst du den Sumpf durchqueren? Ja. Dann ist es wohl besser, wenn du dir einen Chocobo holst. Dann kannst du mit dem Chocobo durch den Sumpf flitzen. Das ist die einzige Möglichkeit, nicht von Midgard Zollern angegriffen zu werden. Midgard Zollern?
Eine mehr als Tür mit der großen Schlangenwesen. Es folgt den Fußstapfen im Sumpf. Und dann zack, greift er an. Damit das nicht passiert, kauft ihr einen, von der Chocobill und Chocobilly Chocobo Farm einen Chocobo. Wenn ihr einen Chocobo kaufen möchtet, springt mit meinem Enkel. Der ist drüben im Chocobo-Stall, ganz rechts auf der Farm. Das ist geändert worden. Weil früher war das so, du musst dir selber entfangen. Hallo. 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 Bist du ein Chocobo? Her damit. Ja, Pech. Oh, wie? Wir haben keine Chocobos mehr. Ich hüte da draußen. Ich hüte die da draußen für jemand anders. Wenn du wirklich ein Chocobo bist, solltest du anfangen. Ah, doch nicht geändert. Willst du wissen, wie man einen Chocobo fängt? Kein Interesse. Gehen wir zum Geschäft hinüber. Ich biete dir den Chocobo-Köder für 2000 Geld. Nö. Wenn du keinen hast, wirst du auch keinen fangen. Was mit dir, Bruder? Hallo. Chloe, hallo. Ich brauche also Cash. Heißt, ich werde nun ein paar Monster klatschen gehen. Das ist so schön. Eine Monsterhorde werde ich jetzt noch mit euch klatschen, damit ich euch zeigen kann, wie. Ich werde euch alle Beschwörungen, die ich finden kann, zeigen. Ich hoffe, ich finde auch alle. Und deswegen fangen wir jetzt auch hier gleich an. Und. Hauen wir es. Ich werde bis morgen dann hier das Gold zusammenfarben. Gold? Das ist doof. Gold? Meine Gill. Aber ich möchte euch jetzt noch den Kampf zeigen. Beschwörung! Ja, ja, mach mal. Mach nur, mach nur. Alter, mach bloß nicht weiter. Holy shit, war das für Schaden. Ja gut. Amoklauf, das dürfte man früher noch schreiben. Da war das nicht so schlimm. Alter, Muggel, boom. Kaha, op. Boom, dead. Easy going. Und ich danke euch fürs Zuschauen, liebe Leute. Und ich werde hier das machen. Wahrscheinlich auch ein bisschen leveln nebenbei noch. Ihr werdet das sehen. Ich habe jetzt 1199 Skill. Ihr werdet morgen sehen. Wie das im Endeffekt aussieht. Ich wollte nur kurz das gucken. Materie, genau. Wie viel haben die eigentlich von den EP her? Ich habe gar nicht aufgepasst, wie viel ich gerade hier gekriegt habe. Vielleicht werde ich zum Beispiel alle noch Level uppen und natürlich, dass die Analyse auch noch Level up machen. Nee. Das Feuer werde ich wahrscheinlich Level up machen, weil das einfach fast nichts mehr braucht. Und ja, mal schauen. Ihr werdet es dann sehen morgen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Wir geben uns den Speicherbereich. Speichern hier drüber. Und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.